Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut Mac Bugago und der ist letztfällig. Haben einen erwischt, ja. Dummerweise die Geisel auch. Okay. Was soll denn das werden? Okay. Keine Ahnung. War so nicht geplant. Obwohl doch. Den hat's herausgeweht. Die Geisel leider auch. Nein, ich will die mitnehmen. Plündern. Hoffentlich hast du was Brauchbares gefunden. Ja. Der hat's nur leider hinter sich. Das ist unser Problem. Ja. Da war nichts mit drin. Gar nicht so einfach. So, die Richtung 700 Meter. Die gehen wir mal an und gucken mal und kümmern uns um die Hochspannung. Okay. Oh, was liegt denn hier rum? Ah, ein Seil. Kleiner lustiger Wanderweg ist jetzt nicht so weit, dass wir mal einfach mal zu Fuß anlegen. Grafiktechnisch sieht das super aus. Ich kann es leider nicht in Ultra in Hoch spielen. Das ist ja bloß die Normal als solches, weil da ist mein System dann doch ein bisschen zu alt und ein bisschen überfordert. Aber dennoch hier mit Normaleinstellungen ist das schon tierisch beeindruckend. Und man hört Hubschrauber. Wir müssen die Pegis davon abhalten, das ganze Tal in Brand zu stecken. Okay. Da ist Hubschrauber unterwegs. Der Hubschrauber fliegt da schön seinen Weg. Wir kümmern uns jetzt um den Strom. Das ist ja wieder so richtig präzise für mich. Da ist so viel Ablenkung, da können wir überall so viel Lachen anmachen. Aber das Ganze jetzt, das Spielprinzip hat sich doch dahingehend ein bisschen geändert, dass wir jetzt hier überall Chaos verbreiten, beziehungsweise Widerstand auf unsere Seite bringen. Diverse Ähnlichkeiten an Just Cause sind aber hier dann nicht zu leugnen. Gleiches Prinzip. Destabilisieren durch Chaos schaffen. Okay, der war dann doch außerhalb unseres Zugriffsbereichs. Oh. Okay, was haben wir denn hier? Aber bloß ein Baumstumpf. Sah da aus, als wäre da was. Erkenntnis war, da war dann doch nichts. So, sind wir fast da. Okay, da haben wir was zum Zerstören wieder gefunden. Ich wünschte, ich könnte John treffen, um ihm eine Kugel in den Kopf zu jagen. Ja, Johnny werden wir noch treffen, ganz sicher. Okay. Weiß nicht, was ihr anstellt, Jungs. Ich sehe Kultisten. So, wir versuchen einfach mal Folgendes. Ich muss mich erstmal orientieren. Ich gehe. Wo ist unser Freund hier? Schalte mal aus. Alles klar. Nein, schalt den da aus. Den da, den da. Okay. So, geht das auch. Ist noch jemand da? Okay. Der ist noch ein bisschen im Weg. Jetzt nicht mehr. Okay, wir haben wieder mal unser Sidekick wieder mal verloren. Okay, Lucy im Rieflehen.
Strickland notiert, beim Turm ist alles eingerichtet. Man braucht lange nach oben, aber nach unten ist es eine kurze Fahrt. Wenn die Kacke am Dampf ist, flitzen wir einfach an ihr vorbei. Im Suchgebiet. Irgendwo hier sollten es sein. Die Frage, wie kommen wir darauf? Gar nicht so einfach mit dem rauf. Ich gehe da drüben hin. Wir müssen irgendwie nach da oben kommen, weil da oben scheint das Wichtige zu sein. Die Frage ist nur, wie kommen wir darauf? Auch weg. Sag, Mensch, da kommt Ärger. Ich suche mir einen besseren Winkel. Weg gefunden, wie wir rauskommen. Und zwar von da oben. Da oben ist eine Rutsche, da müssen wir eigentlich bis rüber rutschen können. Noch einer weniger. Schön, dass du dich darum kümmerst. Ich kümmere mich darum, dass ich hier raufkomme. Oder auch nicht. Deputy, wenn du merkst, dass dir das Geld ausgeht, dann ist Jagen die beste Möglichkeit, schnell ein paar Kröten zu verdienen. Hier gibt es eine Menge Leute, die gutes Geld für Fleisch und Felle zahlen. Ich habe ja so einen Enterhaken-Ding, aber den kann ich irgendwie nicht benutzen hier. Ich will doch eigentlich nur darauf. Ja, ich merke schon, das wird hier kompliziert. So wie das aussieht, das ist eine längere Rutscherei. Von da oben nach da und... Oh. Naja, nicht ganz so einfach der Weg nach da oben. Aber wir folgen einfach dem Pfad, da geht es da noch lang. Irgendwann müssen wir das Ende der Rutschpartie erreicht haben. Okay. Naja. Da nochmal ein Seil. Das wird ja langsam zum Kletterwald hier. Ich hoffe mal, dass... da scheint dann doch das Ende erreicht zu sein. Benutze die Seilrutsche. Ja, so weit waren wir auch schon. Ich gehe da drüben hin. Wir gucken uns mal hier um. Oh, was steht da oben? Yes! Ich gehe mal hier rauf. Niemand da. Alles friedlich hier drinnen. Können wir irgendwas looten, irgendwas einsammeln, irgendwas lesen. Wir können Abwasch machen. Schön, dass du in Bewegung bist. Jo, Zivilist gerettet. Die Frage nur, wo ist der gerettete Zivilist? Lustig, haben wir einen Zivilisten gerettet, ohne es zu wissen. So, wir gleiten aber hier rüber und runter. Ja, das ist jetzt dein Problem, lieber meins. Nein! Egal. Wir haben leider die Kanone gewechselt und fallen lassen. Naja. Gut, damit haben wir den Weg nochmal gefunden, unsere Kanone wieder zu holen. Es ist immer so kompliziert, wenn man nicht weiß, ob die Dinger automatisch wechseln oder nicht. Aber man hat gerade gesehen, das geht automatisch. So, vielleicht mal hier Glück, damit wir unsere Kanone wiederfinden. Wahrscheinlich eher nicht. Die wird irgendwo hier runter geputzelt sein dann. Das ist kacke. So, den ganzen Weg wieder zurück und die ganze Rutsche nochmal machen.
ärgere mich persönlich ein bisschen. Einmal Kanone verloren, komische Schrotflinte jetzt wieder dabei, nicht mit genug Munition. Naja, und hier liegen die Leichen auch nicht mehr rum, aber die haben noch ihr Gepäck da gelassen. Okay, hier gibt es was zum Plündern hier. Hülsen haben wir soweit. Ah, hier mal einen Sack zum Plündern, der hat er angezeigt. Naja. Ich hasse Ladehemmung. Ich auch, und ich hasse es, wenn ich meine Waffe unversehen wechsle, wo sie nicht wechseln will. Aber damit muss ich jetzt leben. So. Also einfach hier lang runterrutschen. Das wird eine längere Rutschpartie. Und dann gucken wir, was wir oben den Silo da finden. Ja, irgendwo unsere Kanone ist irgendwo da drüben. Ach ja. Das ist mir egal, da kommen wir aber mit. Ist nicht mein Problem, man hätte es einfach mitkommen brauchen. Ja, da hätte man jetzt gesehen, wo die Waffe lag. So. Ach, da Blues, hier kommt dann so eine Sprungnummer. So, wir sind rüber. Einmal den Sprung geschafft. Einmal eine Balancetiernummer. Das ist ja auch super. Sind wir ja auch prädestiniert für sowas. So. Falsch haben wir jetzt nicht gebraucht. Aber ich sag mal, hier eine andere Waffe, die besser ist als die Schrotflinte. So, und jetzt doch die Seilrutsche. Und sind dann endlich in dem Silo drin, in dem Versteck. So. Und hier oben, na, aufpassen, wir werden nicht runterfallen. So. Kohle mitgenommen. Vorteile gefunden hier. Soweit alles super. Dann gibt es ja einen Alternativweg auch runter. Ja, so ein hier. Aber wir haben Vorteile gefunden. Die sollten wir auch benutzen. Vielleicht haben wir überhaupt, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt welche verteilen können. Ah ja. Was haben wir denn hier? Kostet 7. Platz für Bube kommen nach Verletzung schneller zurück. Schön. Ich will Erschwertmeister. Schnelleres Nachladen. Nein, ich will einfach nur, dass wir mehr Waffen tragen können. Das ist das, was ich eigentlich momentan will. Okay, was haben wir denn hier? Angel, Fischen werden schneller müde. Schön. Verfügbar. Was haben wir denn hier? Dschungelkönig. Nein, ich will einfach nur mehr Waffen tragen. Ah, den Wingsuit. Was haben wir denn hier? Schnelles Nachladen. Nein, will ich nicht. Schnelles Nachladen. Alle von dir benutzten Fahrzeuge reparieren sich von alleine. Schön. Was haben wir denn hier? Schnelles Nachladen und Wechsel von Bögen und Schleudern. Nein, ich will einfach nur sehen, dass wir mehr Waffen tragen können. So viel Auswahl hier. So, Fische werden schneller müde. Wingsuit. Und hier. Maximale Gesundheit auf 150 erhöhen. Denke mal, das sollten wir uns auf alle Fälle gönnen. Mehr Gesundheit kann jetzt erstmal nicht schaden. So, für mehr reicht es auch erstmal nicht. So. Und damit haben wir das hier auch erledigt. Okay. Mittlerweile ist die ganze Hütte abgebrannt. Das ist ja auch eine geile Nummer, dass die Scheiße auch wirklich abbrennt hier. Jupp. Den haben wir erledigt. Wir müssen das Feuer löschen hier. Ganz schnell das Feuer löschen. Okay. Da ist noch einer mit Feuer. Okay, das ist unser Problem. Mein Problem ist jetzt, dass hier unser kleiner Feuerfreund hier. Ja, immer so lange sind. Super. Ist immer toll, wenn er anlegt und abdrücken will und. Okay. Von irgendwie von da wohl. Ah, da ist einer. Komm her, mein Schnibbelchen. Mit Stress. Okay. Bin unterwegs. Schön, dass du unterwegs bist, bevor du da bist. Ist die ganze. Ruinieren wir ihm den Tag. Also, neu. Gut.
Okay, schießt sie auf mich oder was? Okay. Schön, dass ihr da seid. Ja, guck mal, wo du hinfahren willst. So, Arbeit hat sie erledigt. Okay, beleben wir die mal wieder. Wäre schön, wenn das immer so einfach geht. So. Noch mehr Action. Okay. Aua. Das heißt, wir sollten definitiv hier weggehen. Leichte Feuerstöße rauf auf die Freunde da. Und gucken, wer überhaupt überall rumrennt. Und das rennt. Okay, nachladen. Unsere Zeit ist eigentlich schon wieder rum, aber wir kommen ja nicht einfach voran, weil wir können die Ruhe speichern. Weil hier die Freunde im Wege sind. Oh, Wege verkürzen. Einer weniger. Okay. Ja, mal kurz schnell selbst heilen. Ja, selbst heilen ist nicht. So, damit hat sie das auch da erledigt. Nur da oben das Problem. Sind wir hier durch, Jungs? Ah, besagte Straßensperren. Die wurden ja angekündigt. Mit schwebenden Schildern. Was hat der denn überhaupt da drauf gehabt? Alles klar. Gut. Beim nächsten Mal geht es dann hier auch weiter mit mehr Spaß. Gucken wir mal, was wir da anstellen und gucken mal, wie wir weiter Montana Hope County weiter befreien können. Das war's erstmal jetzt mit Let's Play Far Cry, Far Cry 5. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Genauso viel wie ich. Bis dann, ich bin Mac Burago und sag Servus und Ade.